So, moin moin meine lieben Steamdeck-Freunde da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei The Cup. Und wir spielen hier weiter in der Mine. Und wir schauen mal, was hier uns erwartet. Oh, jetzt reisen wir hier auf einer riesigen Dose. Gucken wir mal, was uns da erwartet. Also, dieses Spiel ist ja nach wie vor... da unten ist wieder so ein Kroko. Und, ja, wir schaffen es. Und, nein, 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 hopp, hopp. Nicht, dass der Kroko kommt, nicht, dass der Kroko kommt. Wo ist der Kroko? Weg, 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 weg. Was ist das? Ha! Wir sind eine Tonne. Wir sind eine Tonne. Ja, muss man auch mal machen. Einfach mal eine Tonne sein. Was ist das denn? Okay, es ist weg. Das ist immer gut. Kommen wir raus? Ja. So, und wieder weiter geht's. Oh ja, so ein Mega-Transporter, wie man ihn kennt. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Hier unten lang. Okay, dann müssen wir mal schauen. Das wird uns was gebracht haben. Vielleicht im nächsten Abschnitt hier so. Hier kommen wir jetzt nicht weiter. Ah, da müssen wir hoch. Und jetzt müssen wir vielleicht mal hier unten lang. Okay. Hui, wir rutschen wieder. Yes, sliding. Oh, 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 oh. Wo haben wir den? Okay. Und wir rutschen weiter. So ein riesen Dinosaurier-Gerippe oder irgendwas ist das im Hintergrund. Und wir hüpfen. Wo gehen wir denn hier lang? Okay. Aber hier ist ja nichts weiter. Was ist das? Luxusobjekte. Okay, ja, kann man mal haben. Muss man nicht haben, aber kann man haben. Und bing, bing. Okay. Und da müssen wir hoch. Das ist nach wie vor wunderschön, diese Welt, wie sie gestaltet wurde. Und jetzt sind wir hier auch nochmal auf so einem Monster. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh, wir müssen weiter, wir müssen weiter, wir müssen weiter. Knapp. Knapp geschafft. Dann hüpfen wir hier nochmal lang. Auf diesen Glibberpilz. Blum, blum, blum. Ah, beim Umi, Umi. Krieg ich den Rhythmus nicht hin. Hier noch was? Nee, da gibt's nichts. Mist. Okay. Dann gehen wir hier weiter. Da hat sie es wieder voll erwischt. Oh. Ja, ich bin zu doof. Ja, und bing und bong. Okay, Freunde. Weiter geht's. Oh. Das bewegt sich ja. Das ist auch nicht gut. Und hier reinrutschen. Oh. Oh Gott. Der hat's auf mich abgesehen. Der hat's mich frittiert. Voll unfair. Jetzt muss ich hier nochmal. Zu doof, den richtigen Rhythmus zu erwischen. Okay, weiter geht's. Oh. Oh. Jetzt müssen wir mal hier gucken. Das gibt's doch nie!
Einfach nur kriechen. Ah, nicht sliden, kriechen. Ah, ja, irgendwie schweben die Sachen hier. Wie dazwischen zu springen, das muss doch irgendwie möglich sein. Oder wir müssen vielleicht hier oben noch was ausschalten. Das könnte natürlich auch der Fall sein. Was haben wir denn hier noch? Dr. Anderson macht uns enormen Druck. Er lässt uns Ingenieure schuften wie die Ochsen. Ich habe schon alles mögliche versucht, um Raketentreibstoff Pink zu optimieren. Aber es ist ein reines Glücksspiel. Wir kommen einfach nicht dahinter, wie dieses Pilzmaterial funktioniert. Wir hätten beim Dickstoff Extruzid bleiben sollen. Aber es gibt niemanden, bei dem wir uns beschweren könnten. Die hohen Tiere von AlphaVille hängen in sozialen Medien herum und tun so, als wären sie ansprechbar und für Kritik offen. Aber in Wirklichkeit umgeben sie sich mit lauten Speicherleckern. Das Anti-Alpha-Will-Manifest. Die Geschichte sämtlicher vorangegangener Gesellschaften ist stets eine Geschichte des Klassenkampfes. Oh ja, das stimmt. Mal, wir müssen vielleicht mal hier nochmal. Hier gibt's nichts. Dann schwingen wir die Liane und. Ah, guck mal. Jetzt können wir den Strom da unten ausschalten. Siehste. Das war ein kurzes Vergnügen. Kann ich hier mich noch ducken? Ja, dann ducken wir uns mal. Geduckt bleiben. Okay. Wir sterben hier in einer Tour. Okay. Geduckt bleiben und dann gleich rechtzeitig abspringen. Und. Oh. Meine Güte. Eine Höllenfahrt. Wie soll ich das denn machen? Was für ein Timing soll ich denn da ansetzen, Mann? Ja! So, bitte nicht weiter was. Nein, nein, ich hab Angst. Ich hab doch was geschafft. Das ist doch nicht mehr schön. Ja, ja, ja. Und jetzt sitzen bleiben, sitzen bleiben, sitzen bleiben, sitzen bleiben, sitzen bleiben. Nein, sitzen bleiben, sitzen bleiben, sitzen bleiben. Ja, 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 ja. Oh! Okay. Okay. Oh! Was waren das für Riesenaugen? Das gefiel mir gar nicht. Immer schön sitzen bleiben unten. Oder auch nicht. Okay, ich weiß nicht, ob wir einfach hier. Okay, weiter, 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 weiter. Oh, ja, ja, ja. Oh, das ist das fies. Ist das fies, Mann, ey. Das ist doch voll übel. Und einfach komm unten halten. Ja, 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 komm, 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 und da kann ich doch kein. Bevor soll ich denn wissen, was da drauf. Was das will. Von schlechten Eltern ist das Spiel definitiv nicht. Nur von grausamen Menschen wurde das gemacht. Und jetzt einfach auf den letzten Drücker, auf den letzten Drücker, auf den letzten Drücker, auf den letzten Drücker. Oh, bam, 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 bam. Ich will keine Loren mehr sehen. Ehrlich nicht. Was ist das? AlphaVille-Geschäftsführer Moskowitz präsentiert neuartigen Treibstoff für Mars-Raketen. Joa, er hat es nicht geschafft. So. Boah, ey, war das eine Tortur, Freunde. Gefühlt drei. Ist hier irgendwas? Nö, nö. Bin ich jetzt schwarz? Komm ich jetzt hier irgendwo? Okay, hier hoch. Ah, okay, okay, okay.
Da haben wir noch Hunger? Nee. Der Penner da draußen wartet auf mich. Okay, aber hier dieses Seil, da würde ich ja gerne noch mal ranspringen. Kann ich hier... Bürgermeister von Alphaville verspricht mehrfache Raketenflüge. Wir werden alle Bürger von Alphaville evakuieren. Okay. Von null zu vielen Nullen. Ja, da kann ich in meiner Firma ein Lied von singen. Nein, Quatsch. Wir haben Meilenstein 2 für Raketenstoff Pink verpasst. Das pilzbasierte Material, das wir rein zufällig nach einer Sabotageaktion der Rebellen entdeckt haben, weist unberechenbare Eigenschaften auf. Trotzdem bin ich zuversichtlich, dass wir rechtzeitig für die Mission Hoffnung fertig sein werden. Vorwärts in die Zukunft. Dr. Hans C. Anderson, Geschäftsführer. Okay. Und wenn das der Geschäftsführer war, sehe ich keine Hoffnung mehr. Also weiter im Text. Kann ich hier auch nochmal rüberspringen? Das ist... Mal, was ist was? Was war denn da unten noch? Da war doch auch noch was. Heptagon deckt auf. Rebellen wollen nach Beginn der Mission Hoffnung Alphaville oben bleiben. Dieser Astronaut da, der macht mir Sorgen. Der will meinen Kopf. Ich muss da lang. Dann noch eins. Okay. Hat er mir einen Pfeil in den Hintern gelernt? Okay, komm, geh vorbei. Ja, braver Junge. Hoch. Ich will meinen Körper. An urban rubble covered in nature makes for a challenging course. So let's wish them the best of luck. Na. Work hard, play hard, keep up the morale. He won't stop until we know Mars. Ich hau jetzt ab. Ist das eine Anleitung für Rebellen? So gründet man eine IT-Gewerkschaft. Ja, die Anleitung hätte ich auch gerne. Scheiße, jetzt komme ich aber hier nicht an. Ja, manchmal sind so Sachen, wo man langklettern kann, schwer zu entdecken. Schwer zu entdecken, definitiv. Los, hoch. Okay, wir haben es da jetzt lang geschafft. Wir müssen nur diesen Astronauten da aus dem Weg gehen. Hopp. Nein! Voll in den Popo! Ein Knuddelbär! Ja, ich bin auch dein Freund. Bin ich jetzt noch richtig? So, wir sind erstmal weg. Erstmal weg hier. Und wir sind schon. Und jetzt fahren wir hier runter. Avoiding the nets. The same ones you used on my wolf brothers and sisters.
this whole hunt was for so-called research purposes. To see if humans could return here one day. But even with jetpacks, you still couldn't navigate our new terrain. I am a nimble Earthling, while you need so much gear just to stay alive. Ja, liebe Freunde, damit machen wir in der nächsten Folge weiter. Marsmenschen auf Erdlingsjagd. Also, liebe Freunde, ich würde mich freuen, wenn ihr weiter einschaltet beim Let's Play von The Cup. Und bis dahin sage ich nur, once you get a deck, you never go back. Ich melde mich ab, unter Deck.